Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Meine Lieben, es gibt für dieses Video und es geht um die Monatslegung Juni 2023 gibt es einen kleinen Vorspann. Wer das nicht hören möchte, kann bitte vorspulen. Es ist aber extrem wichtig, meine Lieben. So, also folgendes. Zwilling hat schon wieder Kopfjogging und ja, und ich versuche mich ein bisschen portaltagemäßig runter zu swipen, ein bisschen mehr auf den Boden der Tatsachen zu erden, zu reinigen. Ja, alle Luftenergien wissen, um was es geht. Wir fliegen öfter mal um die Lampe. Und meine Lieben, folgendes. Ich möchte euch als allererstes ganz herzlich Danke sagen und mich bei all denen bedanken, die bei meiner Abstimmung mit teilgenommen haben. Vielen herzlichen Dank dafür, meine Lieben. Ich liebe euch dafür. Ich finde das toll. Ihr wisst, es ist ein aktiver Kanal und es ist mir unfassbar wichtig, dass ihr halt mitbestimmen könnt, wie das hier bei uns läuft und wie das hier so weitergehen darf. So, und ich hatte nun in dieser Abstimmung für alle die, die das noch nicht wissen, hatte ich gefragt, wie ihr gerne die Monatslegung Juni gelegt haben möchtet, ob mit Tarot oder Lenormand oder mal im Wechsel oder wie auch immer. Und ganz interessanterweise ist Folgendes rausgekommen. Ihr wolltet eine Lenormand-Kartenlegung. So. Und dann hatten wir noch die Option im Wechsel. Und interessanterweise war dieses im Wechsel mal Tarot, mal Lenormand relativ nah an der nur Lenormand-Kartenlegung. So. Ja, nun saß ich natürlich da, ne? Und dann habe ich gedacht, ja toll, was machst du denn jetzt? So. Ich ging dann abends in meine Meditation und es kam Metadron in mein Feld und ihr seht ja hier den Hintergrund. Ja, es ist interessanterweise heute sehr bewölkt. Wir haben nicht so tolle Lichtverhältnisse, deswegen habe ich von hier die Sonne mal ein bisschen ins Feld kommen lassen. Und wir haben hier, wenn ihr mich seht, ein bisschen Sonne, ein bisschen Schatten. Ja, also das ist eine Message gerade, die kann entweder so tierisch in die Hose gehen, dass ihr sagt, ganz ehrlich, scheiß Idee, was du da gerade dir ausgedacht hast, was du da in dein Feld gekriegt hast. Oder ihr sagt, das ist der absolute Knallerburner, das haben wir noch nie erlebt, sowas. Hört zu, es ist, also für mich persönlich, es ist mega. Und guckt mal, was hier hinten runterfällt. Ja, es fällt gerade mein Engelshaar runter, also meine Flügelchen. Ich deute es jetzt mal als Zeichen. Schauen wir mal, was daraus wird. Nein, meine Lieben, ganz klar, ich komme jetzt mal in die Erklärung. Also folgendes. Monatslegung Juni abgestimmt wurde. Wie gesagt, alles tutti paletti. Und jetzt saß ich aber da und dachte, was machst du denn jetzt? So, Zwillinge hatte also wieder Kopfjogging und Metadron kam in mein Feld. Und ich habe Folgendes beschlossen. Nach dem Gespräch mit Metadron. Und zwar, wir werden Folgendes machen. Diese Kartenlegung wird eine ganz besondere Kartenlegung werden, weil ich werde anfangen mit euch gemeinsam mit Orakelkarten, die euer Unterbewusstsein nach oben oder nach vorne swiped, ja, also nach oben holt sozusagen. Ich möchte gerne mit euch diese Legung beginnen mit intuitiven, mit Seelen, Botschaften mit Mondenergiekarten, werde dann dieses Thema, was dann in euer Feld kommt für den Juni, werde ich dann mit Tarotkarten erläutern, erklären und wir werden aber auch ein Stück weit nochmal in die Vergangenheit gehen. So, und da ist der Kasus Knacktus. Warum? Du kannst im Hier und Jetzt, letztendlich bist du im Hier und Jetzt, um zu planen bzw. zu entscheiden, wie du weitergehen möchtest. Wenn du aber die Vergangenheit nicht verstanden hast, warum ein Zustand bei dir in dein Feld gekommen ist, eine Lernaufgabe, eine Lektion, wieso ist der Mensch so und so gewesen, wieso ist diese Situation so und so entstanden, dann hast du im Hier und Jetzt Schwierigkeiten, dich entweder zu entscheiden oder du bist jemand, der sagt, na, das ist nur passiert, weil die hatten Schuld und das ist nur, weil die und ich habe da nichts mit dran zu tun. Boah, stopp. Das ist genau der Punkt, warum ich diese Legung so machen darf, ja, weil jetzt wichtig ist, egal ob du die noch im Mai siehst, diese Legung, oder schon im, oder erst im Juni, ja, es ist wichtig und es gilt zu verstehen, um damit du im Juni lichtvoll vorangehen kannst, das zu verstehen, warum es passiert ist und was Thema ist bei dir aktuell. Durchs Unterbewusstsein, was du vielleicht so in der Art und Weise noch nicht siehst oder nicht sehen möchtest, wo du dich verschließt, weil es weh tut oder weil du sagst,
Ich dachte, das hatte ich eigentlich hinter mich gebracht oder das hatte ich hinter mir gelassen. Ja, das sind so diese aktuellen Energien. Und damit du letztendlich lichtvoll weitergehen kannst, und da rede ich nicht von, so ist es in der Liebe, so ist es im Finanziellen, im Beruf, Berufung oder in einer Persönlichkeitsentwicklung. Das ist erstmal eine Situation, ein Thema, was für dich erstmal wichtig ist. So, und dann gehen wir, wenn wir das alles analysiert haben und erklärt haben, dann gehen wir in eine erweiterte Legung. Und ich habe lange überlegt, ob ich das mache. Aber es wurde mir so durchgegeben. Wenn es ein Top wird, freue ich mich, weil dann weiß ich, dass die Menschen auf meinem Kanal, die das jetzt verstehen, was ich sage, nutzen werden für ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung, für ihr Vorankommen endlich, für Dinge, die sie blockiert, wo sie sich blockiert fühlen oder die sie gerade blockieren, die aufzulösen. Und dann wird es mit Sicherheit auch andere geben, die sagen, ganz ehrlich, da mache ich nicht mehr mit. Ich will lieber gucken und nehmen, und dann ist das nicht mehr mein Kanal. Damit rechne ich auch. Das ist auch eine Möglichkeit. Und ich bin aber jetzt in der Zeit, wo ich sage, auch ich gehe neue Wege, meine Lieben. Und deswegen habe ich die Kanalmitgliedschaft oder in der Kanalmitgliedschaft die Option für euch freigeschaltet. Engelgeflüster Coaching Linnemore. Das heißt, es wird in der Kanalmitgliedschaft, die ihr jeden Monat kündigen könnt, die ist nicht, dass die sich immer erweitert, sondern die könnt ihr buchen. Und ihr habt dann die Möglichkeit, für euer Sternzeichen, Sonnenzeichen, Aszendent, Mond, Venus, bla bla bla, die Legungen anzuschauen. Und es sind dann in der Erweiterung die großen, das große Blatt, die Linnemore-Kartenlegung. Und jetzt hört bitte zu, und es gibt für jedes Sternzeichen, für die Situation, die du letztendlich aufgezeigt bekommst, ja, also das heißt, die wir besprochen haben, und wo du sagst, wow, das ist eventuell mein Beruf, meine Liebe, das wirst du am besten wissen. Und darauf münzt sich dann die Linnemore-Kartenlegung. Da steigen wir dann mit den Lennys ein. On top kriegen wir die Botschaften aus der lichtvollen geistigen Welt von Metadron. Oder du musst was transformieren, dann kommt Zadkiel, du hast was in die Heilung zu bringen, dann ist Raphael mit dabei. Also ihr wisst ja, ich bin auch Engelheilerin, ich arbeite sehr gerne mit Engelenergien. Und es wird ein Channeling für jedes einzelne Sternzeichen zu eurer Thematik geben. Das heißt, wir haben die Sicht von oben. Ja, da hatten wir ja schon mal das Channeling von Metadron, was ich euch vor 2-3 Tagen reingestellt habe. Ja, also Channeling mit Metadron über die aktuelle Zeitfrequenz. Und das werde ich tun für jedes einzelne Sternzeichen für den Monat Juni zur Linnemore-Kartenlegung. Das ist ein extrem, Entschuldigung, dass ich es so sage, geiles Paket, weil ihr habt mit dem Orakel und mit dem Tarot habt ihr schon mal die Situation und das Verstehen, warum es so ist und was es geht. Wir haben den Einstieg in die einzelnen Bereiche mit der erweiterten Legung mit den Linnemore-Karten. Und wir haben aus der lichtvollen geistigen Welt ein Channeling, was euch nochmal aus der Sicht eures Seelenweges nochmal die Botschaften mitgibt, die ihr in dem Moment hören sollt. Leute, mehr geht nicht. Ganz ehrlich. Und das für einen Unkostenbeitrag von 19,99, das ist letztendlich mehr als zu wenig. Aber ich weiß, es wird mit Sicherheit auch Leute geben, die sagen, ja, warum machst du dein Business kaputt oder keine Ahnung was. Also, es ist mir durchgegeben worden, ich frage nicht danach, ich bin im göttlichen Urvertrauen, ich mache das gerne, um hier ganz vielen Menschen zu helfen. Entweder wird es ein Top werden, dass ihr sagt, boah, mega cool, ja, so können wir das jeden Monat machen, bin ich gerne bereit für, dann machen wir das so. Oder ihr sagt ganz ehrlich, nee, habe ich keinen Bock, das ist mir zu viel Geld oder keine Ahnung, kann ich nicht, will ich nicht oder was auch immer. Dann ist das einfach ein Versuch gewesen, euch zu helfen, und ich ganz ehrlich, und wer das nicht will, dem ist auch nicht mehr zu helfen, weil das ist ein Angebot, ein Spektrum, was es so in der Art nicht gibt, meine Lieben. Es ist unfassbar. Ich habe wirklich überlegt, ob ich euch das so weitergebe, so rüberbringe, ob ich das auch selber tun möchte. Ja, auch es ist meine, ist ja auch meine Zeit, meine Arbeit. Es ist auch nicht gerade einfach, weil du kannst hier nicht mal schnell am Tag, weiß nicht, 12 Channelings machen, 12 Linnemore-Kartenlegungen. Das funktioniert so nicht. Also das ist natürlich ein riesen, immenser Zeitaufwand. Aber ich mache es gerne, weil ich einfach sehen möchte, wie reagiert ihr drauf? Wie nehmt ihr das an? Inwiefern seid ihr schon hier bereit, ja, da mitzugehen, euch die Hilfen abzuholen? Und ihr habt in der Kanalmitgliedschaft für die 19,99 Euro, habt ihr alle Sternzeichen. Die sind on.
einmal buchen, monatlich, dann einmal angucken. Ihr habt jedes Channeling für jedes Sternzeichen, ihr habt jede Lenormand-Kartenlegung für jedes Sternzeichen, wo auch immer du in deinem Geburtschart da zu arbeiten hast. Und ganz ehrlich, wer es nicht annimmt, ist selber schuld. Meine Lieben, das ist das, was ich euch sagen kann. Das ist das, was ich euch mit auf den Weg geben möchte. Ich freue mich jetzt schon unfassbar. Nach dieser Message, ja, wird es dann für euch die Orakel- und Tarot-Kartenlegung geben. Das wird der erste Step sein. Und danach werdet ihr ein Feld haben in eurem Computer, Handy, Display. Es wird eine, wie sagt man, wie so eine PowerPoint-Folie, da steht nochmal alles erklärt drin, wo ihr die Kanalmitgliedschaft findet, was nochmal, welche Optionen ihr buchen dürft, damit ihr dann diesen Zugang habt zu diesen ganzen Legungen, zu diesen großen Lenormand-Kartenlegungen und dann den darauf folgenden Channelings. Die Channelings sind immer nach jeder Lenormand-Kartenlegung. Da verbinde ich mich dann und dann werde ich sozusagen als Funktionswerkzeug für die lichtvolle geistige Welt für euch die entsprechende Message euch durchgeben. Und wer das nicht annimmt, sorry, dem ist nicht mehr zu helfen, ganz ehrlich. Da mache ich dann so, ne? Da ist dann, keine Ahnung. Ich versuche es, weil ich helfen möchte und weil ich einfach an euch glaube und an das Gute in euch glaube und auch daran glaube, dass dadurch, dass immer mehr Seelen erwecken, aufgewacht werden oder aufwachen, dass ihr dieses Angebot einfach annehmt. Ganz einfach. Also, sorry, aber ihr wisst, ich bin wie auch andere sehr qualitativ hochwertig, weil ich einfach sage, es ist mir wichtig, dass ihr ein Werkzeug nach dieser Legung, ein Werkzeug an die Hand bekommt, wo ihr mit arbeiten könnt. So. Und alle, die jetzt sagen, es ist eine super Sache, aber ich möchte halt dann doch lieber dieses privat haben. Natürlich könnt ihr mich auch privat erreichen und wir können das Gleiche auch für euch persönlich machen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ja, also da ist alles offen. Da ist es halt nicht der Beitrag für 19,99 €, sondern da sind dann natürlich die anderen Ausgleichszahlungen, die ich euch dann natürlich mir erlaube, euch zu berechnen. So, also deswegen, da seht ihr schon, das ist schon ein Angebot, was es so in der Form nicht gibt. Wenn die Resonanz da ist, bin ich gerne bereit, damit weiterzumachen. Wenn es nicht sein sollte, dann war es für mich ein Versuch. Ja, und dann Haken hinter ist es so. Aber ich gehe davon aus, dass die das gucken, wissen, um was es hier geht und wissen, dass Geben und Nehmen eine ganz wichtige Sache ist. Ja, denn es ist umso mehr du im Vertrauen bist und du gibst, wird dir ja auch gegeben. Dir wird zurückgegeben. Und das ist wichtig. Und das sehe ich auch an meinen, in Anführungsstrichen, schon vorhandenen Kanalmitgliedern. Sie wissen durch ihre Unterstützung, was sie letztendlich bekommen. Und dieses Paket, was ich euch jetzt mitgebe, Leute, das ist, haltet mich für verrückt. Ja, ist so. Das ist crazy. Aber es ist ein Angebot, was man so in der Art und Weise nicht ausschlagen sollte, weil es ganz viel Informationen erhält, wo ihr wirklich mitarbeiten könnt. Und das ist letztendlich das, warum ich das tue. Und ihr entscheidet, ob es so weiter aufrechterhalten wird oder halt nicht. Es ist jetzt wirklich ich gehe jetzt wirklich auf Glatteis. Es ist ein Gebiet, ein Terrain, was ich so noch nie begangen habe. Und ich werde sehen, inwiefern ihr das annehmt und inwiefern ihr bereit seid, mit diesem ganzen Repertoire an Wissen, an Energien, an allem, was dazugehört, ihr damit arbeiten möchtet. Dieser Ausgleich ist letztendlich ein Dankeschön, eine Unterstützung für meine Arbeit, ja, die ich dann sozusagen die Zeit, die ich für euch investiere, als Ausgleich. Und das ist wirklich, also da kann ich sagen, verrückt, crazy. Aber Leute, Metadron, wenn Metadron sagt, ich soll machen, dann mache ich. Und von dem her freue ich mich unfassbar, dass die lichtvolle geistige Welt schon in den Startlöchern steht und schon darauf wartet, dass ich jetzt endlich mal aufhöre zu quatschen. Dass ich jetzt endlich mal anfange zu arbeiten. Und das werde ich jetzt für euch tun, meine Lieben. So, also ihr habt alle Informationen, alle Botschaften. Wir starten jetzt in die Orakel-Tarot-Kartenlegung, ja, in den ersten Step.
Und wenn ihr möchtet, dann gibt es danach das große Blatt der Lindemore-Kartenlegung mit dem Channeling für euch. Und ich danke euch für eure Zeit. Ich danke euch für eure Unterstützung. Ich danke euch für eure Abos. Wer mir was mitteilen möchte, nur her damit. Finde ich mega. Ich freue mich immer, wenn ihr mich anschreibt. Und ich würde sagen, ich beende jetzt hiermit das Gequassel. Zwilling muss jetzt erstmal wieder resetten und ich gehe jetzt in die einzelnen Legungen über. Meine Lieben, ich freue mich. Bis gleich. Hallo, meine lieben Jungfrauen, herzlich willkommen. Wir schauen uns jetzt die Analyse an, das heißt die Vorbotschaft für den Monat Juni 2023. Wow, hier kommen schon die Karten geflogen, meine Lieben. Jo. Also, liebe Jungfrau, du bist schon wieder sehr wissend unterwegs. Das heißt, aktuell weißt du genau, dass hier du gewisse Dinge in die Akzeptanz bringen kannst. Die Weisheit ist auch eine Botschaft. Du weißt, du fühlst, du weißt, wo dein Weg lang geht, du weißt, wenn etwas geht, du weißt, wenn etwas nicht geht. Du bist halt einfach sehr wissend unterwegs und das finde ich sehr, sehr positiv, weil du dadurch Entscheidungen treffen kannst, immer wieder zum höchsten Wohle für dich. Wenn du die Weisheit nicht leben würdest, dann könnte ich dich jetzt zum Beispiel fragen, was hast du denn für Ziele, Wünsche, Träume? Dann würdest du sagen, ich weiß das nicht. So, das ist aber genau umgekehrt bei dir, weil wir haben hier nämlich die Akzeptanz. Die Akzeptanz ist eine Energie, dass du weißt, dass es gibt gewisse Dinge, die du akzeptieren musst, akzeptieren kannst. Wenn du eine Situation hast, die du nicht verändern kannst, dann weißt du, du kannst nur in die Akzeptanz gehen. Ja, das ist für dich wichtig. Wir haben es hier aber auch mit einem Neuanfang zu tun. Ja, also ich sehe dich gerade so, dass du sagst, ich akzeptiere es, dass auch ich, Jungfrau, jetzt in einen Neuanfang gehen kann, weil dieser Neuanfang, der hier auf mich zukommt, der sorgt dafür, dass ich in meine Balance komme, ja, dass ich wieder in irgendeinen gewissen Ausgleich bekomme oder ich in einen Ausgleich komme. Das heißt auch, dass du hier ein Stück weit aus deiner Mitte raus warst und dass du jetzt daran arbeitest, etwas zu verändern, ja. Du fängst etwas anderes an, was wiederum dazu führt, dass du akzeptierst, dass dein Leben sich grundlegend verändern kann. Ja, aber es dient auch deiner Balance. Ja, es bringt nichts, wenn du sagst, ich bin aus meinem Gewicht raus. Ja, und egal wie auch immer, Hauptsache, wie soll ich sagen, Hauptsache wenig machen, aber viel Umsatz oder Erlöse. Das funktioniert so nicht. Und du weißt letztendlich, Jungfrau, dass du für etwas, was du verändern möchtest oder musst, dass du A, einerseits die Akzeptanz dafür hast oder brauchst, ja, und aber auch offen zu sein für das Neue, was auf dich zukommt. Und das wiederum sorgt dafür, dass du hier in die Balance kommst. Genau, es geht hier auch bei dir um das Vergeben, ja. Vergib. Du musst entweder einer Person vergeben oder dir selber vergeben. Oder wenn es nicht einer Person und dir selber ist, dann ist es einer Situation, wo in der Regel immer mehrere dran beteiligt sind, ja? Und was ganz wichtig auch für dich ist, liebe Jungfrau, prüfe die Wirklichkeit. Inwiefern ist das, was man dir mitteilt, wirklich an dem, was du hörst? Hier ist es ganz wichtig, dass du, wenn du zum Beispiel etwas mitbekommst, was nicht fair ist, dass du sagst, okay, hier hat jemand etwas falsch verstanden, hat es falsch weiter rübergebracht oder weitergetragen und dass du sagst, okay, diese Person wusste es nicht besser. Ja, also auch wieder hier das Vergeben, was hier wieder in dein Feld kommt. Liebe Jungfrau, wir werden jetzt in die Hier- und Jetzt-Situation gucken und aber auch in die Vergangenheit. Das Vergangene darf man zu verstehen, lernen oder wissen, warum es in deinem Feld war. Ja? Und
die Vergangenheit zu verstehen ist deswegen wichtig, um im Hier und Jetzt sozusagen neue Entscheidungen zu treffen. Wir alle leben im Hier und Jetzt, weil es ist wichtig, im Hier und Jetzt zu leben, weil nur so kannst du die Zukunft kreieren. Wenn du die Vergangenheit nicht verstehst, was das für dich, was die Vergangenheit für dich bereitgestellt hat oder sich, wie soll ich sagen, heute ist Portaltag, ihr merkt, ich habe absolute Sprachfindungsstörung. Wenn du die Vergangenheit nicht verstanden hast, ob es ein Geschenk oder eine Lektion war, und wenn du nicht verstanden hast, zum Beispiel in der Lektion, was es für eine Lektion für dich war, warum es in deinem Feld war, dann kannst du im Hier und Jetzt auch schwer Entscheidungen treffen, weil du vielleicht anders entschieden hättest, wenn du verstanden hättest, wozu das gedient hat, das, was auf dich zugekommen ist, auch wenn du es nicht mehr ändern kannst. So, jetzt habe ich es. Meine Güte, das war jetzt eine schwierige Geburt, wa? Also, meine Lieben, es hat hier auf jeden Fall etwas mit einer Königin der Schwerter zu tun. Lasst euch davon nicht stören, mein Hund öffnet gerade die Tür. Man wollte hier eventuell mit einer Schwertenergie, es kann eine Dame sein, es kann aber auch eine männliche Energie sein, also ein Mann sein in weiblicher Form, aber mit Schwertenergie. In der Vergangenheit hast du hier etwas voranbringen wollen oder etwas, du warst himmelhochjauchzend, du warst, oh ja, cool, das mache ich, toll, konntest dich aber nicht entscheiden, mache ich oder mache ich nicht, ja, und das hatte damit was zu tun, dass du noch nicht alle Details hattest, was auch immer hier in deinem Feld war in der Vergangenheit, du musst dir diese Situation, und ich sage bewusst musstest dir hier diese Situation anschauen. Warum konntest du dich nicht entscheiden? Warum hast du dich hier gegen eine Schwertenergie entschieden? Obwohl du erst so feurig warst. Und das ist genau der Punkt, der hier in der Vergangenheit das Thema war. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt im aktuellen Zustand ist, ob du in der Vergangenheit mit viel der Schwerter dir diese Situation angeschaut hast. Wir haben hier den Page der Münzen und die 5 der Kelche. Hier hat etwas nicht funktioniert. Hier ist etwas kaputt gegangen. Hier ist etwas, hier hast du etwas nicht umsetzen können. Warum auch immer, liebe Jungfrau, das kann damit zusammenhängen, dass du vielleicht schon mal negative Erfahrungen gemacht hast und diese Schwertenergie, die hat dich getriggert und du hast gesagt, boah, die triggert mich, ich treffe keine Entscheidung, zum Beispiel mit ihr in eine Beziehung zu gehen oder mich für diese Energie zu entscheiden, weil ich muss erst noch, in der Vergangenheit hast du gesagt, ich muss erst noch heilen, ich muss mir das, was ich erlebt habe, erst nochmal angucken, deswegen kann ich mich nicht für diese Person entscheiden, auch wenn sie dich vielleicht beeindruckt hat, ja, und du relativ schnell mit ihr etwas erleben wolltest. Aber hier ist etwas im Hier und Jetzt, wo du weißt, mit dieser Person kann ich nicht weitergehen oder konnte ich nicht weitergehen. Und es ist etwas, wo du ja ein Stück weit Federn gelassen hast, Jungfrau, wo etwas kaputt gegangen ist. Und hier ist es wichtig, dass du sagst, okay, warum war diese Person in meinem Feld? Und was war denn trotzdem gut noch an dieser Situation? Was hat die Person gemacht? Beziehungsweise inwiefern habe ich mich dadurch entwickeln können? Ja? Ja, und wir haben auf der Unterseite des Decks den Tod. Also hier ist wirklich etwas abgestorben, hier ist etwas transformiert worden. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, weil bei dir etwas in die Heilung gehen sollte, dass du einen Triggerpunkt hattest mit dieser Person, die dir unbewusst vielleicht, die dich verletzt hat und du aus alten, vergangenen Beziehungen, die du hattest, noch nicht weitergehen konntest. Und deswegen ist hier etwas zu Bruch gegangen. Es ist etwas aus der Vergangenheit. Und zwar könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass du in der Vergangenheit hier auch hier immer etwas erarbeitet hast. Also Geld hat hier eine große Rolle gespielt bei dir immer. Also das Geben und Nehmen. Was hast du jetzt von dem Ganzen aus der Vergangenheit noch übrig? Was ist denn noch übrig geblieben bei dir? Und ich habe hier aber auch Dreierkonstellationen. Also auch dieses wie soll ich sagen, entweder viele Dreierkonstellationen oder einige Dreierkonstellationen, weil du etwas Altes nicht verarbeitet hast. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die sagen, also ich habe lieber One-Night-Stands oder ich habe lieber Freundschaft plus Beziehungen,
weil ich in der Vergangenheit etwas erlebt habe, was ich so noch nicht verarbeitet habe. Und da kann mir dann nichts mehr weggenommen werden, weil Freundschaft plus oder One-Night-Stand sind halt etwas, was nicht verbindlich ist. Ja, wir haben hier irgendwie ein Beziehungskonstrukt liegen, meine Lieben. Also irgendwie Verletzungen aus deiner, von deiner Sicht aus. Also du willst hier aus diesem Alten raus und einen Neuanfang machen. Wir haben hier die Wunscherfüllung und die Klarheit. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dir klar wird, dass dich Dreierkonstellationen auch in der Vergangenheit aufgrund der Vergangenheit dich nicht glücklich machen. Ja, und du möchtest halt lieber eher ja, Familie, Mutter, fürsorglich. Du möchtest eher ein Leben mit ganz viel Gefühl leben. Und hier ist in der Vergangenheit etwas passiert. Und du sagst, ich bin mir hier und jetzt bewusst, dass das nicht gut war. Ich habe mich hier gegen eine Person entschieden, weil ich noch alte Verletzungen hatte. Thema vergeben. Du musst noch einem Partner vergeben für eine Situation, wo du mit involviert warst. Und da ist es auch wichtig, nochmal die Wirklichkeit zu überprüfen. Ist es wirklich so gewesen? Lebe ich in einer Visionsblase der Unwirklichkeit? Ja, dieses langsame Vorangehen ist deine Energie, aber du gehst langsam voran, auch in einer, wie soll ich sagen, auch mit einer gewissen Art von Wehmut. Ja, dass du, vielleicht hast du das Gefühl, du bist beziehungsunfähig. Also ich habe hier eine Jungfrau zu liegen, die wirklich arge Probleme hat, sich zu binden. Aber das ist nicht, weil du keinen Bock hast, sondern weil du alte Verletzungen hast. Und das ist genau der Punkt, die Dinge, die geschehen sind, zu akzeptieren, neu anzufangen und wieder in die Balance zu kommen. Und die Weisheit ist, dass du weißt, dass du an deinem Mindset was verändern musst. Wir gehen mal mit diesem ganzen Konstrukt hier, mit diesem ganzen Wissen, gehen wir jetzt in deine Monatsbotschaft und wir gucken mal nochmal auf die Liebe in Bezug auf die Partnerschaft. Was ist da passiert, beziehungsweise wie geht es hier weiter und was ist deine Aufgabe da drin? Wir gucken auch natürlich den Beruf an, die Finanzen und wir gucken deine Persönlichkeitsentwicklung, Familie etc. pp. An. Ja? Und ich würde sagen, du wirst gleich die Message bekommen nach diesem Video, wie du in meine Kanalmitgliedschaft kommst. Denn in der Kanalmitgliedschaft wirst du dann die erweiterte Legung beziehungsweise dieses große Lennemore-Kartenblatt vorfinden mit einem Channeling aus der lichtvollen geistigen Welt und ich werde dir noch eine Mondmanifestationskarte ziehen. Das wirst du alles noch dazu bekommen und ich freue mich dann, wenn ich dich gleich begrüßen darf in deiner Monatslegung und für alle Jungfrauen, die sagen, ja, es reicht mir, was ich hier gehört habe, ich will aber nicht an mir arbeiten, weil ich noch nicht bereit dazu bin oder ich will mir es nicht weiter angucken, weil ich kein Interesse habe, dann wünsche ich dir einen wundervollen Juni, liebe Jungfrau und alle anderen, die dieses Thema endlich ablösen wollen. Wir sehen uns gleich in der Monatslegung. Alles Liebe, ich freue mich auf euch.